Es geht hier weiter mit dem Pokalspiel gegen den ersten FC Köln. Uppsala, die Kurse sehen ein bisschen zu ähnlich aus. So ist das schon anders. Unterschiedlich. Auf Malawi habe ich heute mal keine Lust. Da kommt Korkmaz rein. Ja. Schauen wir mal, wie das hier ausgehen wird. Köhler. Boah, schwacher Hackentrick, Amatides. Da musst du noch dran arbeiten. Jacko. Der macht so komische Flickflacks nach seinen Toren. Aber so sind die Afrikaner halt. Pierre Vermeer, noch so ein Afrikaner. Und Sanou spielt auch noch bei Köln. Also es ist hier schön afrikanische Volksversammlung. Und auch sonst ist Köln eher ein Ausländerclub. Das meine ich gar nicht negativ, nur sie haben halt wenig Deutsche in ihren Reihen. Das ist schon seit mehreren Jahren so. Oh, da lässt er ihn stehen und passt in die Mitte und da ist keiner. Oh, das war so oder so. Abseits von Fehlen. Muss noch schauen im Tor Mondragon. Mal sehen, ob ihr einen Deutschen legt bei Köln. Ja, doch, Sebastian Frey ist wahrscheinlich. Ja. Okay, der spielt ansonsten. Podolski. Ansonsten glaube ich keine Deutschen. Und ich glaube, Podolski spielt im Moment gar nicht hier, oder? Also er spielt schon hier, klar, aber nicht in der Startelf, kann sein. Weiß ich nicht. Freis. Danke für den Abstoß. Geschenke nehme ich immer gerne an. Ochs hier, der neue Dribbelstar. Und es gibt keinen Freistoß. Aber ein Einwurf. Mit Korkmaz. Der österreichische Dribbler. Oft verletzt, hat echt Pech. Mit seinen Verletzungen. Und da haue ich den Ball drauf und ich laufe hier rein. Ah, Mann, ich wollte hier schön direkt schießen. Dann sind die immer so gemein zu mir. Mohamed. Ah, Schorch. Der Christopher Schorch von der Real. Ich glaube, der war bei Hertha oder so. Ist dann zu Real. Ja, bei Hertha ist dann zu Real. Tor, aber abseits, okay. Ich habe den Pfiff schon gehört. Und hat da erwartungsgemäß nicht gespielt. Ich glaube nur in der zweiten Mannschaft. So gut wie nie in der ersten. Und deswegen ist jetzt dieser wieder in St. Köln gelandet. Also von Hertha zu Köln, okay, ist schon ein Aufstieg. Aber war es früher nicht, als Hertha noch gut war. Damals. Danke für die Ecke. Kann man auch anders klären, die ganze Sache, aber mir gefällt's. Amantidis. Ah. Direktabnahme von Fini. Nee, von Amantidis. Das war, sah gut aus. Und war auch ganz gut. Kayo Fini. Ja, Sanu. Der klärt das Ding. Fini. Köhler. Schorch zu Mondragon. Hui, hui. Uiuiui, die sind aber ganz schön lax da hinten. Ein und Nachstand gibt's. Chiaco, wo geht der hin? Der spielt aber zu Freis. Vera Golasola. Und dann ist auch schon Halbzeit hier. 0-0. Das Ergebnis werdet ihr öfter hören, denn es sind nur 5 Minuten insgesamt Spielzeit, deswegen. Klar, dass hier nicht so viele Tore fallen wie normal bei PS, aber. Ich meine, Chancen kann es ja trotzdem geben. Kuddelmuddel, dann ist Amantidis durch, dann ist er doch nicht durch und dann ist der Ball weg. Ups. Muss die Taktik hier mal umstellen auf Pressing, auf total offensiv. Was war das denn für ein Klops da hinten? Der Abwehr. Und Nikolov geht raus und rettet alles. Puh. Glück gehabt. Das war echt ein ganz schöner Fehler da. Dieser Pass, Feni auf Korkmaz. Ah, schade. Aber es war gut durchgesetzt auf außen. Ich glaube, den lasse ich jetzt zusammen spielen, statt mal der Wicker Korkmaz. Ist schneller, spritziger, jünger. Aber ich. Ach, was soll diese. Was ist denn los hier? Sanu. Ah, der will schießen, sieht man. Sonst wäre nicht nach innen gezogen. Und aus dem Winkel. Nee, das wäre nichts geworden. Zumal meine ganzen Leute zum Glück noch da waren.
Abseits. Mike Franz, der fairste Spieler der Liga, hier führt den Freistoß aus. Was macht der hier? Kuppelpässe von meinen Spielern, aber okay. Korkmaz. Ah, wäre der durch gewesen, dann wäre es ein Tor. Schande. Das war knapp. Korkmaz nimmt ihn direkt. Aber Natidis. Shiyaku. Der geht irgendwie immer nach hinten heute. Der ist ein bisschen motiviert hier. Vielleicht schreibt er sich die Ballkontakte auf und freut sich dann, wenn er 100 hat. Man weiß es nicht. Korkmaz. Schöne Bananenflanke. Uiuiuiui. Ganz schön schwacher Schuss. Und jetzt kommt Podolski. Ein gewisser Vergasola hat für ihn gespielt. Ich weiß nicht, wer das ist. Also ich würde Podolski schon spielen lassen. Bei PS ist er wahrscheinlich besser als bei in der Realität. Zumal er kann jetzt durch die WM gestärkt sein dürfte. Amanatidis mal mit einem Linksschuss. Ist nicht sein starker Fuß, aber. Ich meine, man hat ja eben gesehen, dass das auch mit links einigermaßen kann. Kretschko. Adilci, der ist motiviert. Und Kontergelegenheit hier nochmal kurz vor dem Eintreten der Verlängerung. Korkmaz mit dem Latsch mal ein bisschen. Schafft Freiräume. Oh, ich habe ja Angst, ein bisschen zu dribbeln. Also wenn die Tore immer so fallen, dann ist es auch nicht schlimm, wenn es nur eins ist. Ich hatte ein bisschen Angst, hier mit einem reinzulaufen, weil wenn der Ball weg gewesen wäre, dann wäre es das gewesen mit dem Sieg in der regulären Spielzeit. Und dann Fenin, Bergkopf. Klasse. Und das sieht. Tor sieht ja auch nicht gut aus. Fenin, zwei Spiele, zwei Tore. Starke Saison, alles klappt von ihm. Und das war's. Ich bin weiter. Wunderbar. Das ist Korkmaz, der ab jetzt Stammspieler ist. Wunderbar. Schaut der Ergebnis an. Hertha im Elfmeterschießen gegen Dings. Bochum. Dortmund weiter, Wolfsburg, Bayer. Hannover, Schalke, FSV Frankfurt ist weiter, jawohl. Bayern, jawohl, Bremen ist raus, gut. Wunderbar. Eigentlich sind fast alle Favoriten weiter, außer jetzt vielleicht beim Spiel Frankfurt gegen Rostock, aber FSV Frankfurt, die zeigen, was sie drauf haben. Ja. Zwei Spiele, zwei Siege. Zweimal Fenin. Oh, Benatia kommt auch nicht. Wunderbar. Und mal sehen, ob ich hier Angebote habe. Nö. Transferzeit ist jetzt eh vorbei. Also, man sieht sich beim nächsten Teil. Tschüss.